Erstmals nach 6 Jahren kommt es zum ewigen Traditionsduell zwischen den Niederlanden und Deutschland. Beim letzten Aufeinandertreffen trennten sich Oranje und das DFB-Team in einem Freundschaftsspiel torlos. Am Samstagabend, 20.45 Uhr, spielen die beiden Schwergewichte unter Wettbewerbsbedingungen in der Nations League gegeneinander. Dabei ist das DFB-Team weiterhin auf Wiedergutmachung für die Schmach bei der WM im Sommer aus. Erst zweimal trat die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw nach dem Ausscheiden in Russland in Erscheinung. In München gab es beim Nations League-Auftakt ein 0:0 Unentschieden gegen Weltmeister Frankreich. Ein paar Tage später mühte sich der viermalige Weltmeister zu einem schmeichelhaften 2:1 Erfolg gegen Peru. Sorgenfalten bereitet Löw die aktuelle Personalsituation. Gleich 7 Spieler mussten verletzungsbedingt passen. Dennoch kein Grund für den Schwaben, Trübsal zu blasen. Stattdessen hob Löw bei der Ankunft der Nationalmannschaft in Berlin am Dienstag die Wichtigkeit des Spiels hervor. Die Niederländer sind nach ihrer Durststrecke wieder auf dem Weg nach oben. Wir sind uns der Schwere bewusst, sind aber zuversichtlich. Wir werden das Ganze konzentriert angehen. Bonds Coach Ronald Koeman gab sich im Vorfeld auf der Pressekonferenz selbstbewusst. Wir sind nicht so schlecht und die anderen sind schlagbar, erklärte der 55-Jährige, der sich an Ajax Amsterdam orientieren will. Der niederländische Rekordmeister hatte dem FC Bayern in der Champions League einen Punkt abgetrotzt. Wenn man merkt, dass man mit dem Gegner mithalten kann, steigt auch das eigene Selbstbewusstsein. Goal liefert alle Informationen zum Spiel der Nations League zwischen den Niederlanden und Deutschland, unter anderem auch, wo die Partie im TV oder Livestream zu sehen sein wird. Die Aufstellungen findet ihr hier, sobald sie veröffentlicht wurden. Deutschland gegen Niederlande, das Nations League-Duell in der Übersicht Spiel Niederlande, Deutschland Datum Samstag 13. Oktober 2018 20.45 Uhr Ort Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Niederlande. Kapazität 55.000 Schiedsrichter Cüneyt Çakır, Türkei Live-Ticker hier entlang zum Live-Ticker Deutschland vs. Niederlande heute live im TV, so seht ihr die Nations League, ein absoluter Klassiker des Weltfußballs. Deutschland trifft in Amsterdam auf die Niederlande und die Fernsehzuschauer dürfen sich auf einen ereignisreichen Abend einstellen. Denn das Duell wird im Free TV übertragen, das ZDF zeigt das Spiel live und in voller Länge. Ab 20.15 Uhr geht Moderator Jochen Breyer auf Sendung, unterstützt wird er bei seiner Vor-, Halbzeit- und Nachberichterstattung von Torwart-Legende Oliver Kahn. Kommentiert wird die Begegnung von Oliver Schmidt, der sich kurz vor Anpfiff aus der Johan Cruyff Arena meldet, Deutschland vs. Niederlande heute im Livestream. Ihr habt nicht die Chance, das Spiel Niederlande-Deutschland live vor dem TV zu verfolgen. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, den Kracher via Livestream zu sehen. Niederlande, Deutschland heute im Livestream beim ZDF. Hier ist der Livestream des ZDF die Lösung. Der Sender aus Mainz zeigt die zweite Nations League-Partie des DFB-Teams auf seiner Homepage im Webbrowser. Auch die App für alle mobilen Endgeräte und Smart-TVs kann diesbezüglich verwendet werden. Die Highlights der Partie Niederlande-Deutschland bei DAZN sehen. Wer das Geschehen auf dem Smartphone, Tablet oder Smart-TV verfolgen möchte, ist auf die entsprechenden Apps aus dem Google Play oder App Store angewiesen. Der Livestream des ZDF ist rund um die Uhr verfügbar und zeigt kostenfrei alle Inhalte, die parallel auch im TV zu sehen sind. Deutschland vs. Niederlande heute live im Ticker. Selbstverständlich bietet Goal zum Nations League-Duell zwischen der Elftal und dem Weltmeister von 2014 auch einen Live-Ticker an. Solltet ihr also nicht die Möglichkeit haben, das Spiel im TV oder im Livestream sehen zu können, bleibt ihr dennoch auf dem Laufenden. Der Tickerer startet rund 30 Minuten vor Anpfiff und versorgt euch mit den wichtigsten Informationen zum Spiel.
Auf wen setzen Joachim Löw und Ronald Koeman? Welches System lassen die Trainer spielen? Hier erfahrt ihr es. Deutschland gegen Niederlande, die Aufstellungen. Sobald die Aufstellungen veröffentlicht werden, findet ihr sie hier. Nations League. Die Personalsituation beim DFB-Team. Bundestrainer Joachim Löw muss auf eine Vielzahl wichtiger Spieler verzichten. Marco Reus musste aufgrund von Kniebeschwerden passen. Auch Kai Havertz laboriert an Problemen am Knie. Am Dienstagabend mussten Leon Goretzka und Kevin Trapp absagen. Antonio Rüdiger hat mit Leistenproblemen zu kämpfen und wird Löw ebenfalls nicht zur Verfügung stehen. Nils Petersen, Schulter, und Ilkay Gündogan, Oberschenkel, waren gar nicht erst nominiert worden. Drei Spieler berief Löw nach der Absagenflut nachträglich in den Kader. Torhüter Bernd Leno vom FC Arsenal ersetzt Trapp, Emre Can und Serge Gnabry, die Ausfälle im Mittelfeld bzw. Angriff zumindest etwas kompensieren. Der DFB-Kader für das Duell gegen die Niederlande in der Übersicht. Spielerposition: Verein Manuel Neuer, Torwart FC Bayern München, Marc-André ter Stegen, Torwart FC Barcelona, Bernd Leno, Torwart FC Arsenal, Jerome Boateng, Abwehr FC Bayern München, Matthias Ginter, Abwehr Borussia Mönchengladbach, Mats Hummels, Abwehr FC Bayern München, Jonas Hector, Abwehr Bayer Leverkusen, Thilo Kehrer, Abwehr Paris Saint-Germain, Niklas Süle, Abwehr FC Bayern München, Nico Schulz, Abwehr TSG 1899 Hoffenheim, Julian Brandt, Mittelfeld, Angriff Bayer Leverkusen, Emre Can, Mittelfeld, Angriff Juventus, Julian Draxler, Mittelfeld, Angriff Paris Saint-Germain, Serge Gnabry, Mittelfeld, Angriff FC Bayern München, Joshua Kimmich, Mittelfeld, Angriff FC Bayern München, Toni Kroos, Mittelfeld, Angriff Real Madrid, Thomas Müller, Mittelfeld, Angriff FC Bayern München, Sebastian Rudi, Mittelfeld, Angriff FC Schalke 04, Leroy Sane, Mittelfeld, Angriff Manchester City, Marcut, Mittelfeld, Angriff FC Schalke 04, Timo Werner, Mittelfeld, Angriff RB Leipzig. Nations League. Die Personalsituation bei der Elftal-Bonds. Coach Ronald Koeman berief vier Neulinge in die niederländische Nationalmannschaft: Steven Bergwijn, Denzel Dumfries und Pablo Rosario von der PSV Eindhoven sowie Arnaud Danjuma Grönefeld von Club Brugge. Über eine ähnlich hohe Ausfallquote wie sein Gegenüber muss sich der ehemalige Barca-Star indes nicht ärgern. Punkt. Der Niederlande-Kader für das Duell gegen Deutschland in der Übersicht. Spielerposition: Verein Marco Beise, Torwart AZ Alkmaar, Jasper Zulessen, Torwart FC Barcelona, Jeroen Süt, Torwart PSV Eindhoven, Matthijs de Ligt, Abwehr Ajax Amsterdam, Virgil van Dijk, Abwehr FC Liverpool, Stefan de Vrij, Abwehr Inter Mailand, Deli Blind, Abwehr Ajax Amsterdam, Nathan Ake, Abwehr AFC Bournemouth, Patrick van Anholt, Abwehr Crystal Palace, Hans Hattebeur, Abwehr Atalanta Bergamo, Denzel Dumfries, Abwehr PSV Eindhoven, Frenkie de Jong, Mittelfeld, Angriff Ajax Amsterdam, Georginio Wijnaldum, Mittelfeld, Angriff FC Liverpool, Kevin Strootman, Mittelfeld, Angriff Olympique Marseille, Donny van de Beek, Mittelfeld, Angriff Ajax Amsterdam, Maarten de Roon, Mittelfeld, Angriff Atalanta Bergamo, Tony Vilhena, Mittelfeld, Angriff Feyenoord, Pablo Rosario, Mittelfeld, Angriff PSV Eindhoven, Memphis Depay, Mittelfeld, Angriff Olympique Lyon, Quincy Promes, Mittelfeld, Angriff FC Sevilla, Davy Prepper, Mittelfeld, Angriff Breit.